So, es stimmt gar nicht, dass ich keine Pflanzen mit habe. Ich habe sie hier hinten rein. Da ist die Gundelrebe, Gundermann. Und Gundermann, der kriecht ja so über den Boden, ist sehr würzig, ist eine, gehört zur Familie der Minze, hat aber so einen irdischen Duft. Und an jedem Knoten kann er wurzeln. Also ich trage das, damit ich nicht abhebe. Also ihr braucht mich da oben nicht zu finden, gell? Und dann habe ich noch die Schafgarbe, die ja einer meiner pflanzlichen Verbündeten ist. Wir haben alle oder wir können alle pflanzliche Verbündete haben. Pflanzen sind, vielleicht können wir darüber ein bisschen reden, sind mehr als was wir in den Botanikbüchern lesen oder was hier umweltbesorgte Menschen glauben. Pflanzen sind Wesen, die voll Energie sind, eine Art Energieleib. Und die ansprechbar sind, die etwas haben, was wir Seele und Geist nennen. Natürlich können wir Seele und Geist nicht in den Pflanzen finden. Das sagte doch der große Zellularpathologe und Biologe Rudolf Virchow. Er hätte schon Tausende von Pflanzen sektioniert und mikroskopiert und noch nie eine Seele gefunden. Und die Seele bei den Pflanzen ist nicht so fest inkarniert. Die Pflanzen sind umschwebt von ihrer Seele. Und das einfach zu sagen, klingt so ein bisschen wie eine Behauptung, aber das ist, was man bei den meisten Naturvölkern lernt. So, und jetzt ziehe ich das mal aus, damit ich Holz hacken kann. Ah, danke. So, also Natur, irgendwas, wir sollen hier irgendwas über Natur sagen. Natur, das griechische Wort Physis, Physein, heißt entstehen, geboren werden. Natur hat ja auch geboren werden. Es ist das ursprüngliche Wesen, aus dem die Dinge entstehen. Es ist die Gesamtheit von Menschenwerk unangetastet. Die Chinesen nennen es Zujian, das ist das Spontane. Während ich hier stehe und ihr hier sitzt, da treiben die Wolken und das Gras wächst, ohne euer Zutun. Es ist das Spontane, Natürliche. In Indien ist die Natur, ist die Meditation Shiva Mahadevas. Er sitzt auf dem Weltenberg und er meditiert. Auf dem Weltenberg meditiert er das Universum. Und die Meditation ist so stark und so wunderbar, dass er in diese Meditation hineinspringt. Und da ist er auf einmal da als Fliege und als Mücke. Da war er da. Und als Mensch, als du und ich, als Mikrob, als Spirochete, stellt euch mal vor, als Spirochete durch so einen Körper durchzuschrauben. Ah, vielleicht komme ich zum Hirn und kann dem Menschen etwas Inspiration geben oder ihn verblöden lassen. Also alles in dieser Welt, in dieser Sichtweise ist alles Shiva. Shiva heißt eigentlich gut, wohlwollend. Und er springt hinein in diese Er-Sie. Es ist nur sprachliche Konvention, dass wir sagen, er ist natürlich Artana Rishvara. Er ist männlich und weiblich oder keines von beiden. Und er begibt sich in diese Meditation und springt hinein und vergisst sein wahres Wesen. Aber nach dieser Ansicht gibt es nur Shiva. Und manche von den Wesen realisieren das und finden heraus, dass sie nichts anderes sind als Shiva. Auch das ist Natur. Oder mehr traditionell, vedisch, die Natur ist das, was im Sein immer ist, aber in dem tiefen Ur, aus dem Ur, wenn Brahma, der Schöpfer, erscheint,
in einem neuen Weltzyklus, dann meditiert er und sinkt seinen Geist in das Ur hinein und bringt die Dinge nach oben. Er ist ein wahrer Schöpfer, bringt die Dinge nach oben und sein Shakti, weiblicher Aspekt, ist Sarasvati, die Schwanengöttin, die Birkengöttin, die alles ins Fließen bringt, die ganz ähnlich ist der keltischen Birgit. Und ihr Name ist auch Vok, und das ist verwandt mit dem lateinischen Vokal Vocere, hervorrufen. Sie benennt die Dinge und dann bleiben sie im Dasein. Also das ist, wie definiert man überhaupt Natur? In Australien, was ist die Natur? Es ist der Traum der Ahnenwesen. Das innere Leben der Ahnen und Gottheiten ist unsere äußere Wirklichkeit. Die Ahnen schaffen eine vollkommene Welt und die Aufgabe des Menschen ist, die ursprüngliche Vollkommenheit zu wahren. Das ist schon ein ganz anderer Begriff als der alchemistische, der sagt, ja, die Schöpfung ist noch nicht fertig, ist inkomplett und da braucht es den Magier und Meister, der alles verbessert und weitertreibt. Für Paracelsus ist die Natur das Buch Gottes. Er hat gesagt, ja, der liebe Gott hat zwei Bücher geschrieben. Das eine ist die Bibel, das ist für die Christen, und dann für den Rest ist es die Natur. Und die kann man lesen. Und die ist so wunderbar geschrieben, die braucht man auch nicht umschreiben. Und die Natur ist uns nicht fremd. Sie ist nicht Gegenstand. Wir gehören dazu. Wie die Blätter am Baum. Da gibt es ja so gegenwärtige, ziemlich menschenfeindliche Theorien, das höre ich dann im Fernsehen oder so. Die Natur kann ohne Menschen leben, der Mensch aber nicht ohne Natur. Das ist so ein Schlagwort, wie in der DDR hatten wir auch solche Schlagworte. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf und so in die... Die Natur braucht die Menschen. Wir sind Teil der Natur. Wir sind Teil des, wir gehören dazu, wie Blätter zum Baum. Diese Fantasie, Welt ohne Menschen, ist merkwürdige Fantasie. Denn wir haben auch eine Rolle. Wir kennen ja die Gaia-Hypothese. Gaia-Hypothese hat James Lovelock. Das ist ein Atmosphärenforscher, der hat für NASA die Atmosphäre erforscht und kam zu dem Schluss, dass sich die Biosphäre verhält wie ein lebender Organismus. Er war Vollwissenschaftler, er war kein Mystiker, aber er merkte, da gibt es Rückkopplungen, homöostatische Bewegungen. Es verhält sich genauso wie der menschliche Körper. Auch wir haben ja so etwas wie ein Selbstheilvermögen und der Blutzuckerspiegel bleibt allgemein ziemlich gleich oder bleibt gleich. Unsere Temperatur bleibt 37 Grad. Bei einigen ist es heißer, bei manchen im Kopf und bei anderen woanders. Aber im Grunde genommen 37 Grad und genauso ist es mit der Erde. Und deswegen hat er gesagt, es ist wie ein Organismus und er hat diesen Organismus Gaia genannt. Und wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, dann kommen wir dazu, dass jedes Lebewesen, alles was ist, ist ein Organ dieser Erdgöttin. Gaia ist die Urmutter Gaia und jedes Wesen hat seine Aufgaben und die Tiere, das ist auch eigentlich sehr traditionell, sie verkörpern die Seele. Das Wort Tier
im, heißt eigentlich atmendes Wesen. Ein Wesen, das im ursprünglichen Sinne des Wortes, ein Wesen, das einen Geist hat. Aber es ist die Seele, die Tiere sind die Verkörperung der Seele der Erde. Das Wort Seele auf Lateinisch ist ja Anima oder Animus. Deswegen heißt es, heißt das Tier im Lateinischen eben oder in lateinischen Sprachen, Spanisch Los Animales oder Französisch Les Animaux oder Englisch Animals, das heißt die beseelten Wesen. Und sie sind Ausdruck der Seele der Erde. Und auch wir und die Pflanzen akkumulieren ja eine ganze Menge Wirkstoffe, die auf die Körper und auf das Gemüt von Tieren und Menschen einwirken und sie akkumulieren Wirkstoffe, aber sie akkumulieren das nicht für sich selbst. Warum machen sie das? Ja, man könnte sagen, ja, das ist der sekundäre Stoffwechsel und sie haben keine Ausscheidungsorgane, Nieren und so weiter. Und deswegen akkumulieren sie diese Alkaloide und Glykoside als Schlacken des sekundären Stoffwechsels und akkumulieren das und tun das in besondere Vakuolen oder besondere Speicherorgane. Und das gibt ihnen eine einen Überlebensvorteil. Denn wenn andere Tiere kommen oder gefräßige Wesen, die fressen das und vergiften sich und so überleben sie. Das ist die darwinistische Erklärung. Aber eine andere Erklärung könnte sein, dass sie akkumulieren diese Sachen nicht für sich. Genauso wie unsere Organe, unsere Galle, sie produziert nicht Gallenflüssigkeit für sich selber. Und die verschiedenen Drüsen produzieren ihre Ausscheidung nicht für sich selber, sondern für den Gesamtorganismus. Und so könnte es doch sein, dass die Pflanzen bestimmte Stoffe akkumulieren, die Minzarten, verschiedene ätherische Öle und andere Arten wie der Glykoside, Fingerhut oder so weiter, für die anderen Wesen, damit die gesund bleiben können. Damit der Ätherleib der Erde gesund bleibt. Die Pflanzen sind der Lebensleib oder der Ätherleib der Erde. Und was sind wir Menschen? Ja, wir sind die Erde selber in einem Zustand, wenn wir gesund sind, des Bewusstseins. Oft ist es mir geschehen, wenn ich am Meer bin, da schaue ich hinaus und mir wird bewusst, irgendwann vor x Hunderten von Millionen Jahren sind meine Vorfahren und ich und dasselbe Leben, das in mir ist, aus dem Meer herausgekrochen und hat sich da entwickelt. Und wenn ich zurückschaue auf das Meer oder wenn ich mich anschaue, das Blut hat genau dieselbe Zusammensetzung, was Mineralien und Salz betrifft, wie das Meer. Genau, 3,5% Salz. Wie das Meer. Es ist, als ob wir das Meer sind, das herumläuft. Nur haben wir mehr Kalk als wie das Meereswasser. Nee, so meine ich das nicht. Übrigens, Verkalkung oder was? Da hilft Schachtelhalm. Nee, es ist wirklich so, wir haben mehr Kalk im Blut, als wie Kalk im Meereswasser ist. Und es ist so, als ob wir das Meer sind, im gewissen Sinne, und wir schauen zurück aufs Meer und sagen, wow, ist das wunderschön. Wir haben eine Funktion und mit unseren Sinnen nehmen wir auf und wir haben eine Fähigkeit, die Dinge wahrzunehmen, zu bewundern oder ins Bewusstsein zu ziehen. Und dann ziehen wir sie ins Dasein. Wenn wir sie ignorieren, dann verlieren sie ihre Daseinskraft. Wenn wir zum Beispiel, wenn uns die Technik und die Elektronik interessiert, dann tun wir unsere Energie da rein und die Natur verkümmert.
Und wir leben in immer mehr elektronischen Welten. Aber wenn auf einmal die Pflanzen interessant werden, dann ignorieren wir diese Technologie. Also ich versuche das die ganze Zeit. Ich habe gemerkt hier mit, ich bin jetzt aus Bremen geflogen und nirgendwo kann man mehr, weiß man, es sind irgendwo Uhren, dass man den Anschluss nicht verpasst, weil jeder hat ein Handy. Und es ist schon ziemlich schwer, das zu ignorieren. Aber ich gehe dann hin und kann die Leute fragen, oh, Entschuldigung, wie spät ist es denn? Und dann auf einmal, oh, menschlicher Kontakt. Wir entwickeln uns dank der Technologie zu Autisten. Aber was ich meine ist, wenn wir, wo wir unser Interesse hin tun, unser Interesse, interessantes Wort, das heißt das heißt mittendrin und esse von Essenz, das ist im Wesentlichen. Und wenn wir unser Interesse auf etwas fokussieren, dann ziehen wir das ins Dasein hinein. Und es ist dann da, dann sind wir wie Sarasvati, die die Dinge benennt, dann ist es da. Es ist so, ich merke das, wenn ich Pflanzenwanderungen mache, die meisten Leute, die wandern dann so, da dreht sich's im Kopf, und für sie ist dann alles ja Grünzeug, Gras und so, und Bäume. Aber wenn man dann anhält und sagt, schau mal, diese Pflanze, oh ja, wie heißt sie? Ja, das ist schon, wenn man den Namen gibt, dann ist sie schon eher da. Und wenn man dann noch Geschichten erzählt, auf einmal, oh, da ist ja ein Wesen drin. Und jede Pflanze hat Unmenge Geschichten. Und wenn man dann in das morphogenetische Feld der eigenen Ahnen oder in einer anderen Kultur, wenn man in das morphogenetische Feld hineinsteigt, dann kommen Märchen, Sagen, alles Mögliche, dann kommt herüber, was die Menschen mit diesem Pflanzenwesen erlebt haben und dann steht es wirklich stark im Dasein. Und so schaffen wir unsere Welt durch unsere Interesse. Und das ist so ungefähr unsere Aufgabe. Wir lassen Dinge herein ins Sein. Nein, Dinge, die schon im Sein sind. Wir lassen sie herein ins Dasein. Und indem wir sie ignorieren, lassen sie wir sie wieder raus. Deswegen die Götter, die klopfen alle an unsere Seelentür. Sogar der Heiland, Jesus Christus, ist ja eine Ikone, der steht an der Tür der Seele, an der Herzenstür und klopft, lasst mich rein. Das ist eigentlich das Einzige, was wir Menschen so richtig können. Wir können die Dinge reinlassen, wir können das Göttliche hineinlassen in unsere Seele und dann erfüllt es uns. Oder wir können das Dämonische reinlassen, das sind so zum Beispiel so ein kleiner Typ, der immer gehänselt wird und den werde ich mal zeigen, Rache ersinnen und dann kommt irgendwie eine Stimme von den Titanen, die die Götter unter die Erde gebannt haben. Die Rakshas, die mit den Devas ihren Zoff haben, da sagt so ein Raksha oder ein Titan, hey du, willst du Macht haben? Du, ich gebe dir hier ganz tolle Formel. Du kannst auftreten als Erfinder und kannst dann die Welt verändern und hast dann Riesenmacht. Kannst auch alle Weiber haben, die du willst und eine Menge Geld und so. Und natürlich Ansehen. Und so. Danke. Und dann ist die Tür auf, dann kommt die Inspiration, dann kriegt man einen Nobelpreis und so weiter. Aber wir sind Teil der Natur, wir sind Teil von Gaia und wir haben diese Türfunktion. Wir sind Teil der Natur. Also unser menschliches Dasein war 99% der Zeit, haben wir als paläolithische Jäger und Sammlerinnen verbracht. Das ist uns, also Millionen von Jahren, vor 1,5 Millionen Jahre, da brannten schon Menschenfeuer. Da wurde eins gefunden, Szezwania
Kenia. Und das wurde datiert auf 1,5 Millionen Jahre. Da, so lange gab es die Menschen. Denn das ist auch, der Mensch ist ja das einzige Wesen, das mit dem Feuer umgehen kann. So, mit dem Feuer umgehen, der ein Feuer entfachen kann. Und diese Feuerstelle wurde gebrannte monatelang. Und man wusste, das ist eine menschliche Feuerstelle, ein Fokus. Das Wort Fokus hat mit dem Herd zu tun. Das war immer die Mitte des Menschen. Tiere, die können kein Feuer machen. Tiere haben ein anderes Verhältnis. Tiere sind irgendwie anders. Ich war ja Gärtner lange Zeit in Genf und als Gärtner, da kommt man in ziemlich mystische Zustände. Vorher war ich Wissenschaftler und hatte so eine Wulst von Fakten und Daten. Ich fühlte mich wie eingepackt in so Plastikfolie. Kein Kontakt mehr. Alles so objektiv, gegenständlich zum Analysieren und so weiter. Und das war schwierig. Und dann wollte ich eine Feldforschung machen in Genf bei so einer komischen Kommune, die geistig Behinderte mit hineinnahm und die brauchten Gärtner. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin Gärtner und habe dann aufgeschrieben, genau beobachtet, wer redet mit wem, so ein Moreno-Diagramm heißt das, aufgestellt. Da kann man die Power Structures, die Verbindungen herausarbeiten. Und das wurde immer langweiliger und da habe ich dann angefangen, da wurde auf einmal der Garten sehr wichtig. Da wurden meine Haare länger und der Bart wuchs und ich bin barfuß gelaufen und merkte, oh, die Erde fängt an zu reden mit den Füßen. Da kommt Information durch. Wir haben ja alles mögliche Nervenenden. Und wenn ihr barfuß lauft, dann merkt ihr, es ist ein ganz anderes Gefühl auf einer Wiese oder im Wald. Und wenn ihr dann auf Zement oder noch schlimmer Asphalt tretet, dann merkt ihr, wump, ist die Erdenergie kaum mehr wahrnehmbar. Die Füße sind Wahrnehmungsorgane, sind Sinnesorgane. Da habe ich am Anfang barfuß zu laufen, dann kam es mir vor, als tue ich meine Füße in einen Sarg, wenn ich da die wieder Schuhe anzog. Und die Haare wurden länger und dann bin ich gar nicht mehr zur Universität gegangen und habe angefangen mit Käfern und so zu reden. Und dann irgendwann kam wieder, ja, da musst du ja auch die Haare schneiden und mal rasieren. Habe ich dann gemacht und dann mir, hey, keine Antennen mehr. Ja, sowas, Antennen, da sind überhaupt keine Nerven drin. Aber doch, das sind wie Antennen. Und da habe ich dann gesehen, wie anders, das ist nur ein Beispiel, wie anders Tiere auf Feuer reagieren. Ich hatte einen Kater, der lebte mit im Garten und wir waren gut befreundet. Und am Abend setzte ich mich ins Gartenhaus, wenn es kühler war, und habe dann Feuer gemacht und habe ins Feuer geschaut und saß da. Und der Kater kam und setzte sich auf meinen Schoß. Und dann sagte der Kater so, und dann habe ich gemerkt, der Kater, der saß zwar physisch auf dem Schoß, aber seine Seele war in der Traumzeit, in der Anderswelt. Und er sagte zu mir, mehr oder weniger, hat nicht gesagt, dass ich halluziniere. Und der Kater sagt, miau, miau, miau. Und ich verstehe es nicht. Es war so wie, man hatte das Gefühl, du, ich nehme dich mit. Komm mal mit in die Traumzeit, wo ich bin. Und dann merkte ich, dass seine Seele nicht in seinem Körper war. Er war in der Traumzeit und war auf Astralreise in den Ofen hinein und hat mich mitgenommen. Und das war wie eine wunderbare Höhle, voller glühender Edelsteine, so Salamander-mäßig, wie es heißt. So mal rötlich, mal dunkel, immer wieder wechselnd. Und der hat mich, meine Seele also mitgenommen. So erlebt das Tier dann das Feuer. Also das sind so diese Sachen. Also
Ja, und wie gesagt, wir waren die größte Zeit, waren wir Kinder der Erde. Wir sind die Natur, wir gehören zur Natur. Und die Naturerfahrung ist nicht etwas Mentales. Die Naturerfahrung ist älter als unsere sprachliche oder kulturelle Konstruktionen. Ist älter. Unsere Naturerfahrung wurzelt im tierhaften Instinkt. Und die Tiere zum Beispiel, die wissen, welche Pflanzen heilend sind. Elefanten gehen zum bestimmten Baum, wenn sie schwanger sind, und fressen das Laub, fördert die Geburt. Gämsen wälzen sich auf blutstillenden Alpenwegerich. Schafe fressen bei Darmstörungen bestimmte Pflanzen mit ätherischen Ölen. Und in Südamerika, so wurde Boldo gefunden, Pneumoboldus, das ist ein Lebermittel, hat man gesehen. Wenn die Leber Probleme hatten, haben die das gefressen und da ist man dem nachgegangen. Es enthält Alkaloide, die die Leber stimulieren und Leberparasiten tötet. Seehunde umschlingen ihre Wunden mit antibiotischen, blutstillenden Tang. Und da ist ja die Geschichte von den Schimpansen, wo Jane Goodall beobachtete, dass die Schimpansen einen bestimmten Korbblütler Aspilia suchen. Und zwar in den Morgenstunden zu einer ganz bestimmten Jahreszeit. Sie kauen es nicht, sie rollen das Blatt, würgen es herunter. Und Jane Goodall dachte, was ist denn das für ein Spleen? Die sind ja sehr spielerisch. Ist das ein Spiel? Sie würgen es runter. Man hat im Labor den Kot analysiert und diese Blätter enthalten ein starkes, rotes, schwefelhaltiges Öl, Thiarubin A. Sie rollen es, damit sie es nicht im Magen, sondern im Darm zersetzt. Außerdem schmeckt es nicht gut. Und nur in den frühen Morgenstunden bildet sich dieses Öl. Also woher wissen die das? Ja, die haben heimlich studiert. Oder Michael Hoffmann in Tansania. Darmkranke Schimpansen schälen die Blätter eines Bitterblattes, Veronia, und saugen daran, aber nur in der Regenzeit, wenn sie von Darmparasiten befallen sind. Und bringen es ihren Kindern bei und die machen so Grimassen. Ah, wieder Lebertran, so in der Richtung. Ja, und dann gibt's die Bären, die sind ja Meister der Kräuterkunde und die Indianer haben den Bären sehr viel abgeschaut. Bären sind wirklich, es heißt, wenn jemand ein starkes Bärenerlebnis hat oder von Bären träumt, der wird heilkräuterkundig, denn die Bären kennen wirklich alle Heilpflanzen. Die haben auch so eine riesen Nase und die können unglaublich weit riechen. Ich bin mal Bären begegnet in der Wildnis von Montana, 2 Tage gewandert, war am Abend, Steppenwölfe heulten in ihren Geistergesang, ganz hohe Stimmen. Der Himmel färbte sich scharlachrot und orange und ich dachte, ja, jetzt ist Zeit, schlafen zu gehen, kam über einen Hügel und dachte, da oben werde ich schlafen. Auf dem Hügel hätte ich einen guten Blick. Von der anderen Seite plötzlich erschienen Bären, 3 Grizzlies. Und die sind ja Einzelgänger-Grizzlies, aber später habe ich mir überlegt, warum 3? Das muss eine Mutter mit fast ausgewachsenen Jungen sein. Und die richteten sich auf und schauten mich an und instinktiv schaut man dem Gegner in die Augen. Das ist Primatenverhalten. Äffchen machen sowas. Und ich schaue hin und ich sehe nur noch weißes Licht. Und ich muss im tiefen Trance gewesen sein. Und dann hörte ich auf einmal und die Bären gingen auf alle 4 und die anderen auch und sie liefen an mir vorbei und ich hätte sie berühren können. Die haben gemerkt, dass ich harmlos bin, weil ich keine Angst hatte. Ich hätte Angst gehabt, hätte ich sie gesehen. Aber das war so plötzlich,
da bleibt einem, die ist einfach überwältigt. Denn wenn man Angst hat, dann werden sie selber nervös und dann hätten sie wahrscheinlich zugeschlagen. Ich habe gedacht, wieso treffe ich die da? Und später wurde mir klar, die waren auf dem Weg zum Abendbrot und zwar in der Abfallhalde in Livingston, Montana. Und die war 30 Meilen entfernt. Also die konnten die Abfallhalde schon riechen. Und die Indianer sagen, wenn ein Blatt im Wald fällt, der Adler sieht es, der Wolf, Steppenwolf, der hört es und ein Bär riecht es. Also und die sind Meister der Kräuterkunde. Und ja, da könnte ich noch vieles sagen über was für Pflanzen die sammeln. Im Frühling, wenn sie aus der Hibernation kommen, das ist ja, wenn sie aus dem Winterschlaf kommen, dann als allererstes suchen sie abführende Kräuter, um den Pfropfen, die hatten keinen Stuhlgang den ganzen Winter, um den Darmpfropfen loszuwerden. Erstmal abführende Kräuter und dann holen sie sich blutreinigende, drüsenanregende Kräuter, genauso wie unsere Vorfahren nach dem Winter und fressen die, dass die Drüsen in Gang kommen und dass die Harnsäure aus ihren Gliedern geschwemmt wird. Und dann erst fangen sie an, andere Sachen zu fressen. Das ist wunderbar. So, und nun, die Natur ist, das haben wir vergessen, die Natur ist ansprechbar, sie ist nicht nur lebendig, sie ist auch beseelt und durchgeistet. Das ist keine schöngeistige Erfahrung, das ist nicht so eine Esoterie, oh, ich glaube das so. Ja, während ich hier in meinem samtbehangenen Foyer sitze und ein Kräuterteechen trinke. Na, das ist Erfahrung. Das ist Erfahrung, die die naturnahen Menschen, die Indianer, die Naturvölker gemacht haben. Und das ist Erfahrung. Man kriegt das nicht so von oben her. Ich sehe immer wieder Esoteriker, die da so in ihren schönen Gewändern und ach, ich bin ja so spirituell. Ach, ich bin so spirituell und so positiv drauf. Oh. Und sie schweben dann, ich bin schon ein Engel, und sie schweben dann über die Wiese. Und dann kommen sie an die Zennpflanze, die Brennnessel. Und zack, da sind sie dann im Hier und Jetzt. Also um die Natur kennenzulernen, um Naturmystik, wirkliche Mystik, echt zu erfahren, da geht man über die Sinne. Das fängt nicht oben an in den geistigen Betrachtungen. Es war sehr schön. Ist so eine wie astrale Wollust, die man da empfinden kann. Aber bei den echten Naturvölkern, die da draußen leben, ohne unsere Institutionen, ohne Schule, ohne Bildung, ohne Versicherungen, ohne Kliniken, ohne Krankenhäuser, ohne Polizei, ohne Psychiater und so, die müssen ja klar im Geist sein, um zu überleben. Und die Ethnologen oder Kulturanthropologen, die haben längst festgestellt, dass die Naturvölker richtig gut leben. Das ist nicht so wie Hobbes und einige Denker der Aufklärungszeit dachten, wir werden immer klüger und immer weiser und die armen Primitiven, die haben ja in geistiger Dunkelheit gelebt und die haben ja am Rande des Hungers gelebt. Das ist Ideologie, das ist Fortschrittsideologie. In Wirklichkeit, empirische Untersuchungen zeigen, die Naturvölker, auch wenn sie in der Wüste leben, wie in der Kalahari, die Naturvölker, die leben gut, ihre Ernährungslage ist gut. Man darf sie nicht verwechseln mit ausgepowerten, kolonial ausgesaugten Drittwelt- oder Entwicklungsvölkern. Das ist was ganz anderes. Naturvölker leben gut und sind glücklich.
die Bushmänner, die Hoi, oder wie sie sich nennen, das ist schwierig, schnalzlautmäßig Koi, die da arbeiten, die arbeiten höchstens 2 Stunden am Tag und das ist keine richtige Arbeit. Außerdem sehr toll, da gehen die Frauen und machen die Arbeit, die gehen dann. Das ist überhaupt so, ja. Und die gehen dann und als Gruppen, die Omas gehen mit schwangere Frauen und gehen und holen die Nahrungsmittel. 80% ist pflanzliche Nahrung. Und ab und zu langt's denen und dann sagen sie den Männern, hey, wir brauchen ein bisschen Fleisch. Und dann gehen die Männer jagen. Also das ist so allgemein die Sache. Und die Sammelausflüge, 2 Stunden am Tag genügen, um eine Familie zu ernähren. Und was macht man den Rest der Zeit? Man begibt sich in die Traumzeit hinein, man kommuniziert mit den Göttern und Geistern, und tanzt in der Vollmondnacht, tanzt. Das ist nicht der edle Wilde oder diese, es ist nicht das, es ist tatsächlich so. Und diese Naturvölker, die sind fähig der genauesten empirischen Beobachtungen der äußeren Welt. Einige Beispiele. Harold Conklin, Ethnologe bei den Hanuno in den Philippinen. Er sagt, die beobachten die Pflanzen so genau, die haben ein Bestimmungssystem, das dem der westlichen Botanik überlegen ist. Robert Canairo, der bei den Kuikuru in Zentralbrasilien geforscht hat, sagt, Diese Urwald-Indianer können jede Pflanze in ihrem Territorium bestimmen und benennen. In jedem Wachstumsstadium, ob Keimling oder totes Blatt. Das ist fantastisch. Wie viele Pflanzen, die in eurem Garten oder die zwischen Haustür und Gartentor wachsen, könnt ihr bestimmen? Da gab es eine Umfrage bei den Bundesbürgern. Wie viele Pflanzen der durchschnittliche Bundesbürger kennt? Wie viele waren es? Na, 2 ist ein bisschen mal. Das war bitteschön. Ja, es waren 6. Also, so Löwenzahn, ja, okay. Brennnessel, oh, okay. Gänseblümchen und dann fängt es an zu hapern. Das ist ein Zeichen von absoluter Naturentfremdung. Das können sich die Naturvölker gar nicht leisten. Die können sehr gut. Laura Bohannon, die in Westafrika forschte, Ethnologin, sie versucht, die Pflanzen und ihre Namen zu lernen. Die Kinder, ein 10-Jähriger, zeigt ihr den Unterschied und sie sagt, das ist so schwierig. Sie konnte den Unterschied kaum sehen oder zum Teil gar nicht sehen. Und Alan Messer bei den Zapoteken, sie spricht von einer multidimensionalen Pflanzentaxonomie, wo die Pflanzen verbunden sind mit physischen und metaphysischen Dimensionen, mit Göttern, Jahreszeiten, Heilkraft, Standort und so weiter, sind in diesem sehr komplexen System vorhanden. Also die können, man kann sagen, die Naturvölker können lesen. Die können echt lesen. Jede Feder, jedes Stück Holz, jede Spur spricht zu ihnen. Das ist ein ursprüngliches Lesen, ein wirkliches Lesen. Ohne falschen Wortzauber, wie in Romanen. Da sitzt man da und liest Romane und schwelgt in Romanen. Falscher Wortzauber. Und ich kenne das von den Cheyenne-Indianern, wo ich lange Zeit Begegnung hatte mit denen. Die hüten sich vor falschem Wortzauber. Für sie ist ganz wichtig, dass das Wort mit der Wirklichkeit immer übereinstimmt. Denn sonst gibt es Disharmonien. Die haben sehr schwierig, ist es für sie, Lügen zu erzählen, weil Wort und Welt sollen miteinander übereinstimmen, denn sonst wird es chaotisch, fällt auseinander.
Zum Wort Zauber, das sagte ein Forscher, der in Australien war. Er sagt, durch Wörter kriegt man so falsche Substitutionen. Und er gibt als Beispiel, bei den Aboriginals kommt der katholische Missionar und bekehrt die Leute und dann lockt er sie zum Wasser, nimmt sie zum Wasser, tauft sie und erklärt, ihr seid nun völlig neue Menschen. Der alte Adam in euch ist gestorben. Ihr seid als neue Menschen wiedergeboren. Und haltet euch an die Regeln und wie Schäfchen, dann habt ihr den sicheren Weg durch diese sündhafte Welt und kommt dann in den Himmel. Also zum Beispiel auch nicht Fleisch essen am Freitag und solche Sachen. Was sieht ihr da? Einen Aboriginal, der sitzt da am Freitag und röstet ein Känguru. Was sagt er? Also, das ist doch der Tag, an dem der Heiland für dich gestorben ist. Da kannst du doch kein Fleisch essen. Er sagt, es ist kein Fleisch. Ich sage, was? Das ist kein Fleisch? Jetzt lügst du noch. Nein, 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 nein. Ich habe das mit Wasser besprenkelt, getauft und es ist nun ein völlig anderes Wesen. Es ist ein Fisch. Ja, solche Sachen macht der Kopf. Und wir sind, wir werden ja richtig trainiert. Das ist so westliche Yogi. Kopf, 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 Kopf. Und gerade jetzt, gestern war ich in Bremen, haben wir einen Kräuterkurs gehabt. Da sind wir durch den Wald gegangen und alle so. Und dann Betty hat dies und jenes gesagt. Und übrigens, ach ja. Und das soll eine Kräuterwanderung sein. Man muss mal immer wieder, halt, guck mal da. Oh ja, in ein Buch gucken. Ach so, kenne ich. Es ist, ich habe das anders erlebt bei den Indianern, die, man denkt, die können nicht richtig denken und die denken auch nicht. Die sind leer im Kopf. Das ist auch bei vielen Naturvölkern. Die gehen durch die Natur und sind leer im Kopf. Und sie nehmen auf. Das heißt nicht, dass sie nicht bewusst sind. Sie nehmen auf. Die sehen, welcher Schmetterling da fliegt, welches Tier gelaufen ist. Gedanken stören nur, die lenken ab. Das heißt nicht, dass sie nicht denken können. Die können ganz wunderbar denken, aber es ist nicht ständig denken, so denken, 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 denken. Sondern sie sind bewusst. Sie sind richtig bewusst. Habt ihr schon gemerkt, wenn ihr im Kopf seid, dann geht die Welt vorbei. Und dann denkt ihr, oh, was habe ich eben vermisst? Oh, was habe ich verpasst? Oh, ah ja. Aber wenn man im Bewusstsein ist, dann ist man immer im Hier und Jetzt. Und das habe ich bei den Indianern auch immer wieder gesehen. Wenn man feinfühlig ist, also ich habe in Wyoming gelebt, und wenn man da im Wald oder in den Bergen ist, man spürt schon, weil man spürt das Denken der Menschen. Man spürt, oh, da kommen bestimmt welche, weil der Kopf ist auf Sendung. Immer Kopf. Und wenn man da läuft und man trifft auf Indianer, weil die nichts senden, sondern aufnehmen, habe ich erlebt, dass ich tatsächlich so an eine Mulde kam, da saßen Indianer, ich habe die nicht gesehen, bin über die gestolpert, die senden nicht, sie nehmen auf. So, wenn man ständig sendet oder wenn man ständig voll ist mit Gedanken, da kann man nichts mehr aufnehmen. Aber wenn man leer ist, kann man wieder aufnehmen. Vor einigen Jahren war der älteste Medizinmann der Cheyenne hier. Den habe ich eingeladen und da war so, das hieß, was hieß das, Vision 2000 oder wie hieß, weiß nicht, wie das hieß. Das war im Garmisch und da war so ein Treffen, da wurden die Ethnologen und Völkerkundler gefragt, ihren Schamanen oder irgendwelche Schamanen mitzubringen. Es war mir zum Teil, hat es fast ein bisschen wehgetan, Kinderschamanen, so, jetzt komm mal her, ja. Hier ist der Schamane, den ich aus Mittelamerika mitgebracht habe. So, zeig mal einen Schamanentanz. Schlimm. Und
Ich hatte so ein bisschen kein so richtig gutes Gefühl, den einzuladen, aber ich wusste, er würde gerne mal sehen, wie es in Deutschland so ist. Und da habe ich den alten Medizinmann eingeladen und der kam. Am nächsten Tag sollten wir auf der Bühne sein und der schlief noch, Jetlag, und der schlief noch und endlich hatten wir ihn wach. Und dann hat er seine Cowboy-Stiefel angezogen und sagte, wo ist das Frühstück? Wir sollten schon auf der Bühne sein. Aber die Leute hatten überzogen, denn jeder Schamane ist ja so wichtig. Und da kamen wir zufällig zur richtigen Zeit an. Und dann sagte er, was soll das, was soll ich hier machen? Ich sage, ja, ich mach doch irgendwas hier. Und ich habe dann gesagt, das ist, kann man bei den Indianern machen, du, die sind so arm dran, segne sie, hat er gesagt. Hast du seelisch Verhungerte, gell? Hat er schon mitgekriegt. Und ja, hast du Kohle? Ich sage, nee, ich habe Zunderschwamm. Ich sage, kenne ich nicht. Aber gut, gib her. Eine Tasche hatte er, den Wacholder, und dann ließ er mit der Adlerfeder den Rauch ins Äther schweben. Und es war ganz still, es war wunderbar, war schon sehr beeindruckend, was er da gemacht hat. Übrigens, die Adlerfeder, die hat er auf traditionelle Weise geholt. Er ist nicht in einen esoterischen Laden gegangen und hat sie dort gekauft. Ich war mal in Dakota, und da gibt es, das sind diese Dakota, die sind sehr clever. Da gab es Schamanenfedern zu kaufen, $60 ein Stück, und von Indianern hergestellt. Und wenn man guckte, das waren nichts als gefärbte Entenfedern. Traditionell haben die das anders. Dieser Elkscholder, der hat erstmal geschwitzt, gefastet, gebetet, ein Loch gegraben, hat einen Jackrabbit, das ist so ein Wildhase, gefangen, angeflockt und hat sich dann versteckt in der Grube, und der Hase angeflockt und gewartet mehrere Tage, bis ein Adler kam, und sich den Hasen zu holen. In dem Moment greift er und holt die Feder, und das ist lebensgefährlich, denn der Schnabel eines Adlers ist wie ein Tomahawk, wie ein Beil, oder die Klauen sind wie Messer. Und wenn er scheißt, das ist so ätzend, da kann man blind werden, also es ist eine Mutprobe. So eine Feder hat Medicine Power. Und ich möchte mal gerne so Schamanenprüfung machen in der westlichen Welt. Nur so eine Feder. Ja, tut mir leid, entschuldige mich bei allen Schamanen, die hier sitzen. Und Elkscholder sagte zu mir, du, warum hast du mich hierher gebracht? Das ist toll. Ja, dann sollte ein Seminar gemacht werden. 200 Leute waren da, 250 Leute in großer Erwartung. Und ich sage, ja, wir machen ein Seminar. Und da fiel mir nichts ein. Ich habe dann gesagt, ja, es ist eine große Ehre, den Ältesten der Cheyenne hier zu haben. Nehmen wir einfach mal sein Wesen auf. Da saßen sie da, peinliche Stille, 15 Minuten lang. Und dann mein Freund Haki Eichhorn, der noch nie in Amerika war oder mit Indianern was zu tun hatte, der fing dann an, über Indianer zu erzählen, alles, was er in Winnetou gelesen hat. Und dann meldete sich eine Frau und sagte, könnten Sie ein indianisches Ritual machen, habe ich ihm übersetzt. Und er sagte, wieso, ist die krank? Denn die Indianer machen nicht Rituale, um Rituale zu machen. Das sind Techniken, das sind archaische Techniken, die Dinge bewegen, die den Geist bewegen, die Seele bewegen, die auch eine Wirkung haben.
Man macht nicht irgendein Ritual. Er sagte, man macht nicht ein Ritual, denn es bewegt auch in diese ätherischen Dimensionen hinein. Und wenn man irgendwie aus keinem Grund, aus Neugier so Rituale macht, dann kann das Rückwirkungen haben. Das kann sein, dass die Kinder krank werden oder einem die Pferde wegsterben. Also ja, kein Ritual. Saß wieder peinliche Stille, saßen wir da. Dann meldete sich einer und sagte, könnten Sie ein Indianerlied singen? Und ich sagte, könntest du ein Indianerlied singen? Er holte Luft, stand auf und sang, das klingt für unsere Augen so wie und das war's. Und ich fragte ihn, was hast du gesungen? Er sagte, ich habe gesungen, ich bin ein Krieger in einem fremden Land und weiß nicht, ob ich lebendig wieder nach Hause komme. Und dann sagte er zu mir, du, warum hast du mich hierher gebracht? Du hast doch versprochen, dass hier Medizinleute sind. Und alles, was ich sehe, sind einige Zeremonialisten, was ja in Ordnung ist. Und der da drüben, auch ein bekannter Neo-Schamane, der hat Federn im Hut, aber fliegen kann der nicht. Und der da drüben, das ist ja ein Lügner. Und warum hast du mich hier rübergebracht? Und da habe ich ihm gesagt, ja, weil wir alles verloren haben, unsere sakralen Lieder, unser Zugang, die Zaubersprüche und unsere Rituale. Und wir schweben so in einem Limbo. Ja, da hat er nichts gesagt, denn die Indianer sind keine Schwätzer. Was sie sagen, besonders die Medizinleute, muss im Einklang sein mit der Wirklichkeit. Deswegen hat er nichts gesagt. Ich habe ihn dann, weil er sich nicht so wohl fühlte, dort auf eine Reise genommen. Da ging es in die Tiroler Berge, auf der anderen Seite von der Zugspitze. Und ich merkte, er hat auch kein Wort gesagt. Ich merkte, wie er mit dem Bewusstsein typisch indianisch überall war. Er sah jeden Vogel, jeden Adler, wenn ein Hirsch oder etwas irgendwo war, er hat es gesehen. Er sah die Flüsse, er guckte die Felsen, die alten Bäume an, er war voll bewusst. Und dann am Abend, als wir zurückkamen, sagte er, schönes Land. Das war's. Und dann sagte er, weißt du, ihr habt überhaupt nichts verloren. Ihr habt gar nichts verloren. Ihr habt Bäume, ihr habt Berge, ihr habt Schluchten, ihr habt Hirsche, ihr habt Adler, ihr habt Wildtiere. Fragt die. Die können es euch sagen. Denn daher kommt die spirituelle Inspiration. Also das ist es. Daher kommt die Spiritualität. Sie ist hineingegossen in die Natur. Paracelsus hatte recht, wenn man sagt, das Wort Gottes oder die Bibel. Es ist, er nannte es die Bibel für die Heiden. Das ist die Natur selber, entstanden aus dem göttlichen Geist. Und wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, das zu verstehen wieder? Man kommt dazu auf eine andere Art und Weise, als wie unser analytisches Denken. Analytisches Denken ist gut, wenn man analytisch denken will. Das ist sehr gut. Also dieses gegenständliche Denken. Manchmal ist es gut, das ist, was wir in der Schule lernen. Aber unsere wissenschaftliche Ideologie, die naturwissenschaftliche, meint, das ist die einzige Wirklichkeit. So erfasst man ziemlich gut die Materie. Übrigens kommt diese Einstellung, diese Mentalität aus dem Schock, den die Europäer hatten mit der Syphilis. Denn nachdem die Syphilis kam, da war auf einmal die Natur gefährlich. Das war ja schrecklich. Es kam nachdem die Kolumbus zurück war, kamen die ersten Syphilitiker zurück. Und es hat sich wie ein Buschfeuer ausgebreitet. Da war diese Erkrankung noch ganz virulent. Die ist dann im Laufe der Zeit abgeklungen, war dann nur noch ein Gentleman's
Delikte oder was immer. Und das hat so einen Schock verursacht. Man wusste nicht, ob die schöne Frau, die da ist, ob sie nicht diesen tödlichen Keim in sich hatte. Und da fing man dann an, mit Besteck zu essen, anstatt hier. Natürlich Löffel oder so, oder Fleisch anbeißen und absägen, aber mit Besteck. Man schob Metall zwischen sich und dem Essen. Da hielt man auch die Kinder nicht mehr an der Brust, wo sie den Herzschlag der Mutter hören, sondern dann kam der Kinderwagen, wo das Kind, dieses Objekt, das so in das Leben hineingeplatzt ist, das kann man dann so vor sich hinschieben. Und so war dann auch man nahm Abstand von der Natur selber und betrachtete sie so. Da habe ich hier ein Zitat von der damaligen Zeit. Im Mittelalter, da gab es noch den Gedanken der Immanenz. Das Göttliche war noch ausgebreitet in der Natur, in der Form von Heiligen. Zum Beispiel in der Nelkenwurz, da war die Kraft des heiligen Benedikt drin. Oder in der Veronika, ja, da war die heilige Veronika drin und so weiter. Aber auf einmal wurde die Natur weggedrückt, ein Verlust der Immanenz. Und auf einmal war auch das Göttliche nicht mehr unmittelbar, sondern das Maschinendenken fing an, die Uhr. Und Gott wurde gesehen als ein unglaublich, der Uhrmacher, und unsere Welt war ein Mechanismus, wie eine Uhr, und er hat sie konstruiert, er war der Konstrukteur. Und dann, nachdem er fertig war, hat er die Uhr aufgezogen und die tickt jetzt, tick, 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 während er ganz weit entfernt ist. Deswegen braucht man nicht mehr, man sagte, ja, Ehre sei Gott und so weiter, aber man brauchte ihn nicht mehr, um die Natur zu erklären. Man brauchte nur noch die mechanischen Regeln, die er geschaffen hat, zu verstehen. Und so rückte man weg von der Natur. Und ein Philosoph wie Francis Bacon sagt dann, Francis Bacon war übrigens ein Staatsanwalt in Hexenprozessen, ehe der Vater der Experimentalwissenschaft wurde. Er hat ja die Theorie gehabt, dass diese Naturgesetze wie die Uhr Regelmäßigkeiten haben und dass man das experimentell nachforschen kann und dass ein anderer Wissenschaftler dann das bestätigen kann. Bei Naturvölkern ist oft die Einmaligkeit, die betont wird. Und er sagte dann, der sagte, die Natur ist eine widerspenstige, gefährliche Hexe. Man muss sie auf die Folterbank des experimentellen Labors spannen und ihr ihre Geheimnisse herausfoltern. Und das ist der Labortisch. Und auf Grundlage dieser Ansicht war es möglich, Tierexperimente zu machen und so weiter. Noch immer werden über 100 Millionen Tiere, Wirbeltiere, angefangen bei der Maus bis hin zum Schimpansen, werden verschlissen jedes Jahr. 100 Millionen Tiere. Und da soll ein Segen für die Menschen kommen? Hey, das gibt's doch nicht. Aus diesem Leid, also wer überhaupt ein Verständnis von Karma und dergleichen hat, weiß, das kann nicht so sein. Ja, dann ist es jetzt Zeit, wieder in das Ursprüngliche hineinzugehen. Und wir sind an einer Art Zerreißprobe. Da sind welche, die gehen in die andere Richtung. Ich habe gemerkt, zum Beispiel, als ich studierte, da kam gerade der Computer auf. Da waren es noch Lochkarten. Und ich war an der Kent State University Assistent
Und da waren 14 andere Assistenten, war ein großes Department. Und da kamen gerade die Lochkarten auf. Und ich habe gemerkt, dass die Doofsten abgefahren sind auf den Computer, weil sie keine eigenen Gedanken hatten. Das ist auch interessant. Und dass ich sehe, die sind immer noch an der Macht. Die machen dann ihre Messungen. Und und dann kriegt man solche Sachen wie statistische Wahrheiten. Zum Beispiel haben sie herausgefunden, dass in Kanada wurde diese Studie gemacht, dass der Durchschnittskanadier eine weibliche Brust und einen Hoden hat. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Statistisch völlig korrekt. Klar. Oder diese heute so beliebte Computerprojektion. Da macht man Messungen, fängt an irgendeinem willkürlichen Datum an und sieht, dass zum Beispiel, ich habe hier ein Buch über Neophyten geschrieben, wandernde Pflanzen, das ist eine Schleichwerbung, irgendwo kommt dann eine Pflanze und die verhält sich ganz gut und plötzlich gibt es immer mehr drüsiges Springkraut oder die Ambrosie, sogenannte Ambrosie. Und immer mehr und dann gibt es so eine Hockeykurve bis zur jetzigen Zeit und dann wird projiziert und das geht dann immer höher. Und da sagte eine Professorin aus Zürich, eine Biologin, die sagt, schauen Sie mal, das war bei der Grüntage in einer Grünflächentagung in Südtirol. Schauen Sie mal diese Grafik an. Das geht so, wenn wir jetzt nichts unternehmen, sehe ich nur gelb. Alles wird mit kanadischer Goldrute überwuchert sein. Das sind falsche Statistiken. Es gibt immer Rückkopplungen, es gibt immer Ausgleichungen. Die Natur ist weiser als unser Verstand. Diese Computerprojektionen sind eigentlich eine schlimme Sache, auch was das, Fettnäpfchen, aber auch was das Klima betrifft. Wenn man zum Beispiel die Klimageschichte zurückgeht, dann gibt es immer wieder Auf- und Abtäler. Wir kommen jetzt heraus aus der kleinen Eiszeit. Es wird wärmer, aber es ist eine große Frage, wieso. Und dann gibt es diesen Hockey-Kurveneffekt. Im Zuge der Klimageschichte ist das nicht außergewöhnlich, aber man kann so etwas auch politisch benutzen. Und mit den Medien und was wir in den Schulen lernen von neurotischen Lehrern und so weiter. Was ist die beste Heilung? Das beste Heilmittel ist immer wieder zu den Wurzeln gehen, immer wieder zu dem Ursprünglichen, immer wieder hinausgehen, auch wenn es einfache Sachen sind, mal barfuß über eine Wiese gehen. Und einfach mal ganz bewusst anhalten und die Sonne aufnehmen. Oder sich mal anstatt ein Buch über Pflanzenphysiologie zu lesen, sich mal neben eine Pflanze setzen. Besonders wunderbar ist es, unter einem drüsigen Springkraut sich zu setzen. Das ist eine so schöne Blüte, das ist wie die Gondel eines Maharajas, kommt ja aus Indien. Und die Farbenpracht und dann kommen die dicken Hummeln. Und das hat ja so viel Nektar. Und da habe ich mal den Imker auf unserem Berg gefragt, ja, was meinen Sie denn für die Neophyten? Er sagte, ich danke Gott, denn jetzt brauche ich keinen Zucker mehr nachzufüttern. Es ist, als ob die Natur sich selber reguliert, egal was die Menschen denken. Ja, gut, dann bedanke ich mich für das Zuhören.